die Haare in die Fresse gekriegt habe. Aber richtig so. Warte, warte, warte. Okay, jetzt können wir Foto machen. Komm auf Bildschirm, komm auf. Achtjährige. Was Böse gesagt? Die Drecksau, hat er gesagt. An alle Frauen, heute Nacht machen wir den Gangnam-Style. Ne? Ich kann bis hoch fliegen, so mache ich schon. Ich bin super Türk, aufpassen. Hast du Angst, ne? Ja, bisher kannte die neue Rolle, aber jetzt kommt. Ja. Hast du Angst, ne? Ihr lacht, weil ihr Angst habt. Aua! Ich bin der Hassan. Mach das Foto. Oh, ist okay. Tschick, tschick, tschick. Russ kann ich nicht alleine wackeln lassen, aber kommt schon. Habt ihr Flughafen in Sul? Ja! Nee, oder? Der wäre der Hammer, ja. Manche sagen ja, ne? Vielleicht wenn ihr was raucht, schwäbisch. Ich war schon in Frankfurt, ne? Also nicht der Oder, sondern Main. Also nicht Oder, der Oder, also der am Main, ne? Ja, aber da war nicht gut. Sag, guck mal, ich war in Frankfurt Flughafen, hab ich Urlaub bestellt, ne? Last minute, genau, last minute. Also ich war eine Minute vor Abflug am der Schalter. Genau so hat der Tusi an der Schalter reagiert. Hey. Also pass mal auf! Ich bin Türkei-Urlaub jetzt, mach jetzt, sofort jetzt, mach jetzt! Ja, ihr lacht, aber der habe ich imprägniert. Ich habe nämlich was bekommen auf der letzten Minute, vier Tage später. Eine Freundin hätte ich auch noch mitnehmen können, war Ali inklusiv. Hat sie mich gefragt, ob ich fliegen über Bukarest oder über Athen. Habe ich gesagt, am besten über Ostern. So, Black Bull, ehrlich, voll Black Bull, ehrlich. Ob ich geimpft bin für Türkei? Diphtherie, Polio, Tetanus, hab ich gelacht. Also Tetanus, soll mal kommen, ich kann Tetanus knacken mit der Arschbacke. Ehrlich. Ob ich Hotel will oder Pension? Hab ich gesagt, sehe ich aus wie Rentner oder was? Scheißfrage, nächste Frage. Sagst du, soll mich mal beruhigen? Sie will nur wissen, was ist mir wichtig für den Urlaub. Picobello Strand, Meer, nichts, saubere Zimmer. Also das, was für alle Deutsche ist wichtig, wenn sie gehen in den Urlaub. Keine Russen. Komm, was hier? Komm, Thüringe! Ist okay, ich verstehe euch. Jetzt könnt ihr austoben. Immer unterdrückt, unterdrückt. Jetzt raus mit. An alle russlanddeutschen Publikum, wenn ihr jetzt nicht über euch selber lacht, kriegt ihr keinen Pass. Weil der Tusi hat nämlich nicht gelacht, ich war Russin, habe ich aber zu spät gemerkt. Da war so ein Schild drauf, stand Olga, also nicht Olga. Also wirklich, ich habe richtig gelesen, war nicht Olga, ehrlich, war Olga. Olga. Nussochow oder Nussloch, irgend so eh komische Namen. Irgendwas mit off. Hat sie so geguckt. Wirklich ganz komisch geguckt. Wie Putin unter Wodka, ehrlich. So ganz komisch, hat sie mit, wirklich, hat sie das Ticket mir nur so hingeschmissen. So, flieg weg, Türk, ehrlich, ehrlich. Und so kleine Päckchen Gummibärchen hat sie mir so hingeschmissen. Hier, flieg weg, ehrlich, und frisst. Hab gesagt, pass mal auf, jetzt reicht's. Da habe ich sie tief in der Bluse, in die Augen geguckt. Da habe ich gesagt, uff, was ey! Ich bin keine kleine Baby mehr, habe ich zu ihr gesagt. Ich bin der Hassan.
der Sohn von Befada. Und ich nicht sage scheiß Gummibärchen, ich bin Cola-Lutscher. Jetzt dürft ihr applaudieren. Hassan! Was ist das denn? Ihr wart schon mal bei mir. Habt ihr so viel gerade? Mega-Lutscher? Stell dir mal vor, ich zieh das jetzt voll durch. Jetzt muss ich mal nur checken. Drei Stunden schwer. Wahnsinn. Weißt du was, guck mal. Was ist da drin? Nochmal Lutscher sind drin. Kleinere Lutscher. Ach so, ich dachte, das wäre der Lutscher. Ach so, das ist Mama und Papa. Und dann, wenn man dann, puff, macht es puff und dann kommen noch 8 Kinder. Guck mal, Kevin, hast du auch so einen? Hast du schon einen? Guck mal, der Chris, ich habe da jetzt keine Zeit zu essen, aber vielleicht dann später in der Pause. Guck mal, Christian, du bist 8 Jahre, ne? Guck mal hier. Darum hat das dich. Kevin, du kriegst dafür 1000. Da ist mein Cousin, dein Onkel ist es dann, glaube ich. Da gibt es so T-Shirts und so, alles was du willst, bald Nikolaus und so, kannst du was raussuchen, okay, Kevin? Ja. Und noch was, ganz kurz, Christian, ich habe eine Verantwortung. Leider muss man das heute dazu sagen, dass ich dir jetzt ein Lolli gegeben habe, ist okay. Hier ist eine gute Welt. Draußen, da wirst du es nicht annehmen und gleich zu deiner Mama rennen. Ist das okay? Das wird uns richtig verstanden. Eigentlich traurig, ich kann das mal sagen. Ist aber so. Solche Menschen, da werde ich manchmal wirklich so. Muss nur Steuern bezahlen. So Menschen, das ist manchmal, denke ich mal, so, dass so Menschen gibt, da bin ich kein Komiker mehr. Da denke ich, ja, geh nur putzen. Ich habe doch noch was für euch, bevor ihr alle schiffen gehen und putzen. Weil ich weiß, dass der Osten bekannt ist dafür, dass er sich im Schlager auskennt. Ja, und das will ich mal testen. Als Mettler will ich mal testen, wie ihr euch wirklich auskennt. Ich meine, Fritzchen ausgenommen, kennst alles. Aber der, der jetzt kommt, der hat zum Beispiel Deutsch gelernt, nur übers Schlagerradio.